Eine der touristisch erfolgreichsten Destinationen des Kantons Schwyz ist der Tierpark Goldau, wo die Besucherinnen und Besucher Tiere nicht nur bestaunen, sondern zum Teil auch ganz persönlich mit ihnen in Kontakt treten können. Der Ursprung des Tierparks basiert auf einer Naturkatastrophe. Am 2. September 1806 ist der Bergsturz abgekommen. Der hat 40 Millionen Kubik Material abgebracht. Aufgrund dieser Tragödie ist dann der Natur- und Tierpark Goldau später entstanden und 1925 gegründet worden. Die pittoreske Lage inmitten der eindrücklichen Gesteinsformationen ist ein Alleinstellungsmerkmal dieses Natur- und Tierparks. Wir haben 60 Vollzeitmitarbeitende, das zählt sich auf, etwa 150 Mitarbeitende während der Saison. Wir haben 90 Tierarten, wo rund etwa 800 Tiere sind, die wir betreuen. Die grossflächigen, optimal an die Bedürfnisse der Tiere angepassten Lebensräume ziehen überregional Gäste an. Unsere Gäste kommen aus der ganzen Schweiz. Also wir haben auch sehr viel vom Tessin oder von der Westschweiz, natürlich, wenn die Ferienzeiten sind. Und Zielgruppen sind eigentlich alle, also von jung bis alt und vorwiegend natürlich Familien mit Kind, aber auch Grosseltern mit den Kind. Der Tierpark Goldau wird maßgeblich geprägt von der Kreativität, dem Engagement und dem sprühenden Charme der aktuellen Direktorin Anna Baumann. Sie sagt, sie lebe 24 Stunden am Tag für ihre Arbeit. Das Faszinierende am Job ist eigentlich alles. Also es hat mit Tieren zu tun, es hat mit Menschen zu tun, es hat mit Betriebswirtschaft zu tun, es hat mit Bauen zu tun. Wir haben sehr viele Bauprojekte. Man kann sich da eigentlich voll und ganz entfalten und ausleben. Die Freude über den jetzt überreichten Preis ist dementsprechend gross. Liebe Tourismus Award Jury, ich freue mich riesig mit dem Tierpark zusammen, dass wir heute den Award entgegennehmen dürfen. Meine Mitarbeiter haben sich Tag und Nacht für den Tierpark eingesetzt. So seit es den Tierpark gibt, machen wir das. Und das ist natürlich einfach ein Riesengeschenk und eine Riesenfreude, dass wir den Tourismus Award mit nehmen dürfen in Natur- und Tierpark Goldau. Ganz herzlichen Dank.